Hallo Freunde, ich grüße euch. Ich bin hier in der Toskana und in diesem Video geht es um den A-Modus und wie ihr mit Hilfe des A-Modus eure Kreativität und eure Fotoskills auf das nächste Level heben könnt. Sind wir mal ganz ehrlich, im Urlaub macht man die meisten Fotos mit dem Smartphone. Aber am Ende schaut man sich diese Bilder an und im Endeffekt sind es dann doch nur Schnappschüsse und man klickt die ein-, zweimal an und das war's dann. Es gibt aber auch Momente, da wollt ihr wirklich hochwertige Bilder im Urlaub machen oder sonst wo und da greift man eben zu der richtigen Kamera, die man im Urlaub ja auch dabei hat. Jetzt ist es so, wenn man so eine tolle Kamera dabei hat, will man ja auch tolle Fotos damit machen und verlässt sich in den meisten Fällen auf den Vollautomatikmodus. Man möchte ja nicht am Ende von der Frau hören, hey, du hast so eine teure Kamera und deine Bilder sind total verwackelt, nur weil man vielleicht im manuellen Modus fotografiert hat und sich damit nicht richtig auskennt. So möchte ich euch heute den A-Modus mal näher bringen und euch zeigen, wie ihr mit dem A-Modus sehr, sehr einfach richtig schöne Bilder machen könnt und in Sachen Bildgestaltung eine ganz andere Bildsprache sprechen, wie es nur im Automatikmodus funktioniert. Der Automatikmodus ist gut, wenn die Shots safe sein müssen, aber ich zeige euch jetzt mal, wie ich den A-Modus verwende und für was der gut ist. Der A-Modus oder bei Canon heißt es AV-Modus. Ist ein Modus, in dem ihr die Blende einstellt. Also ihr könnt die Blendenpriorität festlegen, mit einer großen Blende oder einer kleinen Blende fotografieren. Habt ihr jetzt zum Beispiel mehrere Personen auf einem Bild, dann macht es wenig Sinn, mit einer zum Beispiel 2,8er Blende zu fotografieren, weil die Personen stehen bestimmt auch nicht in einer Linie, dass alle scharf sind, sondern vielleicht auch nebeneinander, hintereinander. Und da sollte man eine Blende 5, 6 oder Blende 8 wählen. Mit dem A-Modus regelt ihr die Schärfentiefe in dem Bild. Und was ganz toll ist, dass die Kamera dann automatisch die Belichtungszeit nachregelt, sodass die Bilder am Ende nicht verwackelt sind. Aber Simon, welche Blende nehme ich denn jetzt im A-Modus, wenn ich Landschaft fotografieren will? Du hast eine hohe Zahl. Ist ein bisschen verwirrend. Die Blende wird kleiner, weniger Licht kommt durch das Objektiv auf den Sensor. Aber effektiv hast du eine große Zahl, einen großen F-Wert. Es gibt so einen blöden Spruch, der hilft aber manchmal. Blende 8, Sonne lacht. Boah, ist das gay. Und der Fotograf auch. Der Fotograf auch, genau. Ja, und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Porträts mache, wähle ich eine kleine Blende. Zum Beispiel eine große, nee, warte mal, das ist ja eine große Blende, aber eine kleine Zahl. Genau. So rum. Diese Zahl gibt an, wie nah oder wie weit der Hintergrund in die Unschärfe gerät. Ja. Wichtig dabei ist aber, dass du bedenken musst, möchtest du nur dein Porträt und du bist am Strand mit deiner Freundin, mit deiner Familie, du machst tolle Bilder von dir und deiner Familie, du bist am Meer, aber du wählst die Zahl so klein, dass das Meer gar nicht mehr drauf ist, sondern nur blau verschlimmt. Ja. Das heißt, du solltest da ein bisschen drauf achten, Abstand zum fokussierenden Objekt, vielleicht eine Blende 4 wählen, vielleicht eine 2,8. Damit kommt man ganz gut vorbei. Ich habe auch schon gemerkt, wenn ich Porträtfotos mache im A-Modus und es sind mehrere Personen im Bild, die stehen ja nicht alle in einer Linie, deswegen sollte man nicht mit 2,8er Blende so ein Foto machen von Personengruppen, sondern vielleicht mal eine Blende 5, 6 oder 8 nehmen, da alle Personen im Bild scharf sein sollten. Genau. Familienfotos genau. Zum Beispiel. Du, ja? du merkst, dass du hast immer eine Schärfenebene. Eine Schärfenebene. Genau. Hier quasi. Genau. Eine das Ebene. Heißt also, wir sind jetzt auf einer Ebene. Wenn ich jetzt hier stehe und wir würden das Ganze beispielsweise mit 2,0 machen, wäre sein Gesicht extrem scharf, toll, würde rauskommen und ich wäre im Hintergrund und werde schon unscharf. Genau. Will keiner. Will keiner. Wenn man aber nur eine Person hat, kann man ruhig mal auf die 2,8 gehen. Genau. Und die Person steht im Fokus. Ja. Der Ausdruck kommt geil auf dem Foto rüber und der Hintergrund ist schön verschwommen. Ja, ja. Würde ich auch so sehen. Was ganz geil im A-Modus ist, die Kamera regelt ja auch die Belichtungszeit vollautomatisch. So hat man keine verwackelten Bilder. Man sollte nur achten, dass genug Licht vorhanden ist, weil wenn ihr zum Beispiel in einem Zimmer, in Innenräumen, wo wenig Licht ist, mit dem A-Modus fotografiert, dann kann die Kamera auch ganz schnell an ihre Grenzen kommen. Aber bei so einem Wetter wie jetzt, Sonne scheint, ist der A-Modus echt zu empfehlen. Grenzen hier sind beispielsweise das, was die Kamera versucht dann auszugleichen mit dem ISO-Modus. Mit dem ISO, dass die Kamera im A-Modus die Blende kannst du frei einstellen, genau. Aber die Zeit und den ISO automatisch regelt. Genau. ISO
hast du manchmal das Problem, wenn die Kamera da in Extremwerte gerät, versucht die Kamera immer noch das Beste rauszuholen. Und dreht die ISO hoch. Und dreht die ISO nach oben, was aber zu unschönen Artefakten oder Kriseln kommen kann. Aber eigentlich muss man dazu sagen, dass die heutigen Kameras das inzwischen alle sehr gut hinbekommen. Ja. Jetzt machen wir nochmal zwei Fotos, dass ihr den Unterschied seht zwischen einer Blende mit 2.8 und zum Beispiel 8. Also bei 2.8 wird der Fokus auf die Person gelegt, der Hintergrund wird unscharf und bei Blende 8 sollte eigentlich alles scharf sein. Genau, probieren wir es aus. Was haben wir hier für ein Objektiv? Ein 24-70, was für eine Blende? Durchgehend 2.8, das ist sehr angenehm, was aber auch leider das Objektiv doch recht schwer macht. Wichtig beim Objektivwechsel, versuchen möglichst wenig Sand, Staub, wenn du irgendwann mehr fotografierst, auf die wichtigen Elemente kommen zu lassen. Ja, und ich mache es ja auch immer so, wenn ich ein Objektiv wechsle, quasi so, halte ich die Kamera immer nach unten, dass möglichst wenig Staub in den Sensor gelangt. Ja, also nicht nach oben und rumschrauben. Okay, jetzt machen wir einfach mal ein Foto mit 2.8er Blende. Ich nehme dich als mein Model, Simon. Und jetzt ein Porträt mit einer 2.8er Blende machen, regelt die Kamera die Belichtungszeit automatisch. Hintergrund sollte schön unscharf sein. Simon ist im Fokus. Tolles Bild. Und jetzt gehen wir mal auf eine 8er Blende. Jetzt regelt die Kamera auch wieder den ISO-Wert nach oben. Hintergrund sieht man ganz deutlich jetzt schon in der Vorschau, es wird scharf. Die Belichtungszeit ist 1/60. Reicht noch aus, um ein Foto zu machen. Muss reichen. Ich sage Dankeschön, Simon, und bis bald.